Danke für die Anmoderation, Sandra. Genau, mein Name ist Marie Bröckling. Ich gehöre zum Team von Netzpolitik.org und berichte dort seit gut anderthalb Jahren, vor allen Dingen über Polizeigesetze. Ich bin heute so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Genau, und das, was ich heute mitgebracht habe oder was meine Idee war für, weil das ja jetzt auch unsere eigene Konferenz hier ein bisschen ist, ist nochmal zu erzählen, was eigentlich in den letzten, also in diesen anderthalb Jahren, in denen ich über das Thema berichte, passiert ist, was so das Kernelement ist, was sich durch diese ganzen neuen Polizeigesetze durchzieht und gleichzeitig einen kleinen Einblick geben oder Ausblick in, was jetzt so als nächstes passiert. Also was aus meiner Perspektive die nächsten Recherchen sind, die jetzt anstehen und wie das Thema irgendwie vorangetragen wird, weitergetragen wird. Schade. Schade. Ich glaube, ich brauche Menschen vom Stage Management, die mir Anweisungen geben. Danke für den Hinweis. Okay, ja, hier nochmal die Folie, ein Jahr neue Polizeigesetze und nun. Genau, zum Einstieg, Polizeigesetze regeln alles, was Polizei darf. Und Polizeigesetze sind in Deutschland immer Bundesländersache, das heißt, in jedem Bundesland gibt es ein Polizeigesetz, was regelt, was die dortige Polizei machen darf. Und in solchen Polizeigesetzen stehen ganz verschiedene Sachen drin. Das sind solche Sachen wie offene Überwachungsmaßnahmen, also zum Beispiel eine große Debatte in den letzten Jahren waren diese Bodycams, also so kleine Kameras, die Polizistinnen und Polizisten am Körper tragen, die aufnehmen, was in unmittelbarer Nähe steht. Es sind natürlich auch Überwachungskameras, das, worüber Frank eben geredet hat. Eine große Debatte seit ein paar Jahren sind auch sogenannte elektronische Fußfesseln. Also das sind so kleine Peilsender, die Menschen an den Füßen tragen, die letztendlich nichts anderes machen als den Ortung. Also ständig überwacht, 24 Stunden überwachen, wo diese Person sich bewegt. Also ein bisschen wie das, was ein normales Smartphone auch macht. Genau, und daneben sind das aber auch ganz viele heimliche Überwachungsmaßnahmen. Und aus meiner Perspektive sind das eigentlich oft die viel interessanteren, weil das die sind, die Menschen gar nicht direkt mitkriegen, die für sie oft nicht sichtbar sind, wo es teilweise für sie auch nicht sichtbar sind, wenn sie davon betroffen sind, sondern die halt heimlich stattfinden. Und das kann sowas sein, also ganz, ganz klassisch, ganz altmodisch sozusagen Observation, also Polizistinnen und Polizisten sitzen vor deinem Arbeitsplatz und gucken, wann du rauskommst und wen du triffst. Das kann auch, mittlerweile kann man auch schon fast sagen, klassisch Telefonüberwachung, also die Polizei geht zum Provider und sagt, lieber Provider, gib uns doch mal bitte alle Verkehrs- oder Inhaltsdaten dieser Person aus den letzten 6 Wochen, dann kann die Polizei sehen, mit wem man wann telefoniert hat, wie lange dieses Telefonat gedauert hat, wer die Person dahinter war, teilweise kann das der Inhalt dieser Telefonate sein. Das kann, und das ist ganz spannend, weil es, glaube ich, heute ganz oft nicht bewusst ist, auch andere Unternehmen sagen, bei denen Daten abgefragt werden. Also das können auch jeder Webshop-Anbieter letztendlich sein, zu dem die Polizei hingeht und teilweise je nach Bundesland oder je nach Gesetzesgrundlage dann fragt, lieber Webshop-Anbieter, gib uns doch bitte mal das Nutzungsverhalten dieser Person raus. Was macht die denn so? Was kauft die denn? Oder was sind denn die Passwörter? Was sind die E-Mails, die diese Person bei euch nutzt? Genau, das sind ein großer Teil dieser heimlichen technischen Überwachungsmaßnahmen. Und dann geht es noch weiter, und das hat auch Frank gerade in dem Vortrag vor mir schon angesprochen, zu Sachen wie heimlichem Wohnungseinbruch. Also auch die Polizei darf je nach
Bundesland heute schon heimlich in Wohnungen eintreten, diese durchsuchen und teilweise das nutzen, um dann heimlich Spähsoftware auf Geräte zum Beispiel aufzuspielen. Und solche Spähsoftware, sogenannte Staatstrojaner, dienen dann dazu, alle Daten, die auf einem Endgerät sind, also zum Beispiel auf einem Handy oder auf einem Computer, auszulesen und auszuspielen. Das sind alles Gründe, warum es interessant ist, was in Polizeigesetzen drinsteht. Denn es lohnt sich zu wissen, was davon die Polizei wann darf und daran ja auch mitzudiskutieren. Also die Sachen sind ja nicht selbstverständlich, sondern teilweise gerade ganz viele von diesen technischen Überwachungsmaßnahmen sind noch Verhandlungsmasse und sind keineswegs Konsens gerade, dass es überall immer stattfinden darf. Und das ist im Prinzip die Debatte, die jetzt in den letzten 2 Jahren ganz intensiv geführt wurde, was die Polizei wo darf. Zuständig für Polizeigesetze sind in Deutschland die Innenminister. Das sind letztendlich diejenigen, die darüber entscheiden, wie diese Polizeigesetze aussehen, was da drin steht. Auf Bundesebene ist das Horst Seehofer. In den jeweiligen Bundesländern sind das diese jungen Herren. Und um nochmal zu verdeutlichen, wie viel sich da in den letzten Jahren getan hat, habe ich das grün eingefärbt. Überall, wo ein grüner Smiley ist, das sind die Bundesländer, die in den letzten 2 Jahren die Befugnisse in ihrem Bundesland ausgeweitet haben. Also wenn ihr euch dort wiederfindet, lohnt es sich nochmal nachzulesen. Die Grafik ist noch nicht ganz vollständig, weil tatsächlich unter anderem Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gerade noch dabei sind. In Hamburg bin ich auch nächste Woche, da ist nächste Woche die Innenausschussanhörung, also da passiert gerade noch was. Ausnahmen oder so ein bisschen rausstechen aus dieser Entwicklung tun gerade Berlin. Berlin ist spannend, weil es da gerade so Verhandlungen in eine andere Richtung geht. Man möchte so ein bisschen Vorbild für ein alternatives Polizeigesetz werden. Auch Bremen und Thüringen haben sich in der Vergangenheit, auch die Regierungskoalition, anders dazu geäußert und gesagt, sie wollen nicht dabei mitmachen und nicht die Polizeibefugnisse massiv ausweiten. Genau, das alles ist nicht, um zu sagen, dass das alles gleich ist. Nicht jedes dieser Polizeigesetze beinhaltet dieselben Sachen, aber das waren alles Orte, wo in der Vergangenheit diese Debatten geführt wurden und schon massiv Sachen verändert worden sind und eben oft sehr stark ausgeweitet worden sind. Statt jetzt so im Einzelnen darauf einzugehen, was in jedem Bundesland und jetzt hier elektronisch Fußfessel, ja, nein, würde ich gerne so ein bisschen den größeren Bogen spannen und nochmal sagen, was ist denn eigentlich der Kern all dieser Gesetze? Wo kommt das eigentlich alles her? Und ich finde, der Abgeordnete Marc Lürbke, der sitzt für die FDP-Fraktion im Landtag von Düsseldorf, der hat das eigentlich selber sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, noch vor der Verabschiedung, der Geist dieses Polizeigesetzes ist, dass wir Gefährdern gezielt auf den Füßen stehen und eben nicht allen anderen Menschen in NRW. Das heißt, für mich oder aus meiner Perspektive einer dieser Schlüsselfiguren eigentlich, um zu verstehen, worum es bei diesen ganzen Polizeigesetzen geht, ist die Figur des Gefährders. Es war sehr schön, ich habe einmal diesen Vortrag gehalten, auch mit einer ähnlichen Folie, und dass danach eine Person auf mich zugekommen meinte, dass sie dieses Foto da links geschossen hat. Das war sehr nett, das Foto ist scheinbar aus Göttingen. Genau, und die Figur des Gefährders ist eine Figur, die, oder der Begriff an sich taucht eigentlich erst Anfang der 2000er auf. Also ist eigentlich eine ziemlich neue Begriffskonstellation. Und was dahinter steckt oder was damit gemeint ist, ist, Gefährder sind immer Personen, die als abstrakt gefährlich gelten. Das heißt, diese Person hat also schon gar nicht eine Straftat begangen, aber sie hat auch noch nicht konkrete Vorbereitungshandlungen genommen oder sie ist noch nicht dabei, eine Straftat zu planen. Man kann ihr noch nichts nachweisen. Sie ist möglicherweise noch nicht mal Mitglied einer terroristischen Vereinigung oder sonst wie irgendwie organisiert, sondern es ist eine Person, der man unterstellt, dass sie dazu in der Lage ist, in der Zukunft Straftaten zu begehen. Und somit ist der Gefährderbegriff letztendlich auch ein neuer Begriff für eine Personengruppe, die vorher gar nicht im Blickfeld der Polizei war. Also diese, was hinter Gefährder steckt, diese Personen, die noch nichts gemacht haben, das waren Personen, die vorher eigentlich gar nicht für die Polizei interessant waren, weil die Polizei immer erst eingreift, wenn zumindest eine konkrete Gefahr absehbar ist. Oder bisher war das so. Und was dann passiert ist, Anfang der 2000er war, es gab den Anschlag vom 11. September 2001 in den USA. Islamistischer Terrorismus ist als Problemfeld in den Vordergrund getreten, war auf einmal ein ganz großes Thema.
Und das Erste, was gemacht wurde, waren diese sogenannten Antiterrorgesetze in Deutschland. Und die Antiterrorgesetze waren letztendlich vor allen Dingen Gesetze, die sich damit beschäftigt haben, mit Personen, die keinen europäischen Pass haben. Also ein Großteil dieser Änderungen haben in den Ausländergesetzen stattgefunden. Es ging ganz viel darum, vereinfachte Abschiebungen durchzuführen, also Menschen schneller auszuweisen. Es ging darum, Menschen gar nicht erst einreisen zu lassen. Und ich habe vor einer Weile mal ein Interview gemacht mit Felix Hanschmann, der lehrt Rechtswissenschaft hier an der Humboldt-Uni in Berlin. Und er hat damals in diesem Interview zu mir gesagt, der Begriff Gefährder hat immer auch eine rassistische Komponente, weil vollkommen klar ist, dass Muslime gemeint sind. Und ich glaube, das ist total wichtig, sich das immer vor Augen zu führen, dass zwar auch, wenn Gefährder gesagt wird, eigentlich immer der islamistische Gefährder gemeint ist. Genau, und das, also eine ganz, ganz bestimmte Personengruppe da eigentlich in den Fokus gerät und dieser Gefährderbegriff teilweise auch verschleiert, wer gemeint ist, nämlich dass es konkret oder zumindest in den Anfangsjahren eigentlich immer um Personen ging, die keinen europäischen Pass haben. Ich finde, diese Darstellung zeigt nochmal so gut, was eigentlich der große Wandel dahinter ist in der ganzen Vorstellung, die dahinter steckt. Also, dass der Gefährderbegriff nicht nur ein neues Wort ist, eine neue Personengruppe, die damit in den Fokus der Polizei gerät, sondern dass dahinter eigentlich wirklich so ein Wandel im Denken der Polizei steht. Nämlich nicht mehr die Idee, Polizei ist anwesend und wartet, bis sich Gefahren herausbilden und greift dann ein, sondern so ein ganzes Denken von, wir wissen eigentlich, dass es innerhalb einer Personengruppe muss es irgendwen geben, der in Zukunft diese Straftaten begehen wird. Und deswegen gehen wir so ganz proaktiv rein, ganz präventiv und finden einfach schon mal von Anfang an raus, wer ist die Person, die am wahrscheinlichsten ist, diese Straftaten zu begehen in der Zukunft. Und dieser personenbezogene und präventive Gedanke vereint sich sozusagen in diesem Gefährderbegriff. Genau, man hatte dann also diese neuen Ausländergesetze geschaffen, die es ermöglicht haben, dass Personen, ohne dass ihnen die Vorbereitung einer Straftat nachgewiesen wird, allein deshalb, weil man sie für abstrakt gefährlich hielt, dass man sie ausweisen konnte. Das war Anfang der 2000er und dann ging es eigentlich noch einen Schritt weiter. Dann, ich glaube, die erste Person, der das zugeschrieben wird, das öffentlich gesagt zu haben, war der damalige Bundesinnenminister Otto Schily. Und dann später Wolfgang Schäuble, wo ich hier das Zitat mitgebracht habe, in einem Spiegel-Interview, da sagt er, was ist denn eigentlich, wenn beispielsweise Gefährder nicht abgeschoben werden können? Was machen wir mit denen? Kann man solche Gefährder behandeln wie Kombattanten und internieren? Und wirft damit zum ersten Mal die Frage auf, was ist denn mit denen, die wir als Gefährder bezeichnen, also die wir für abstrakt gefährlich halten, die wir aber nicht abschieben können, weil sie halt einen Asylstatus haben oder weil sie einen europäischen Pass haben? Oder weil sie Deutsche sind. Und es ist total spannend, wenn man sich dieses Interview anguckt. Das war, wie gesagt, 2007. Und der Mensch, der Wolfgang Schäuble damals interviewt hat, fragt dann nochmals nach und fragt ihn, meinen Sie sowas wie Vorbeugehaft? Meinen Sie, man muss diese Menschen einfach, also ohne dass sie eine Straftat begangen haben, in Haft nehmen? Und Wolfgang Schäuble wiegelt dann so ein bisschen ab und sagt, nee, aber man müsste ja schon mal drüber nachdenken, was noch so gemacht werden kann. Oder zumindest sollte man doch diese Debatte bitte mal führen. Und dann vergehen so die Jahre. Und im Jahr 2017 kommt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und macht genau das. Er ändert das Polizeigesetz in seinem Bundesland und führt genau diese Idee ein, die sowohl Schily als auch Schäuble damals eigentlich schon geäußert haben. Er führt nämlich den sogenannten Präventivgewahrsam ein, und zwar einen, der über mehrere Wochen andauert und potenziell unendlich lang ist. Das heißt, was in diesem bayerischen Polizeigesetz dann geregelt wurde, war, die Polizei, Polizistinnen und Polizisten dürfen Personen in Haft nehmen, also in ein Gefängnis bringen, in Gewahrsam nehmen, ohne dass diese Person etwas getan hat. Also dieser Person wird dann auch es findet kein Prozess statt, sondern die Person wird mitgenommen, um zu verhindern, dass sie in Zukunft Straftaten begehen kann. Und in Bayern wird das auf standardmäßig 3 Monate dann festgelegt. Und es wird aber auch in das Gesetz reingeschrieben, dass es potenziell immer weiter verlängert werden kann, dass man diese Person immer weiter festhalten kann. Und das war sozusagen dieser Startschuss über diese Debatte über Polizeigesetze, wo ich dann auch begonnen habe, ganz viel über das Thema zu berichten, was zu Recht von sehr, sehr vielen Menschen als Paradigmenwechsel beschrieben wurde. Dass das einfach eine völlig neue Dimension ist von dem, was Polizei da in Bayern machen darf.
Das ist eine völlig neue Idee und in dem Gesetz steht aber spannenderweise eigentlich an keiner Stelle der Gefährderbegriff drin. Obwohl das die Personen waren, die man im Kopf hatte und die man damit gemeint hat, steht im Gesetz nicht der Gefährderbegriff, sondern dort steht an jeder Stelle, wo Gefährder gemeint ist, drohende Gefahr. Und das war der Rechtsbegriff, den man da aufgegriffen hat, über den man das dann geregelt hat oder über den man das in das Gesetz eingeführt hat. Unser Begriff der drohenden Gefahr war dann halt nicht mehr auf Bayern beschränkt, sondern wurde dann von anderen Innenministern in anderen Bundesländern aufgegriffen und dort übertragen und verschiedene polizeiliche Befugnisse daran geknüpft. Was ich total spannend finde, ist, es gab dann ziemlich großen Protest zu der Zeit auch und ich habe das mal, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab vor einer Woche so ein neues Tool von Zeit, wo man so Begriffe eintragen kann und dann gucken kann, wie oft das im Bundestag verhandelt wurde. Und dieser Gefährderbegriff, obwohl der ja Anfang der 2000er eigentlich zum ersten Mal verwendet wurde, und zwar gegen Personen, die keinen europäischen Pass haben, ist es so eine richtig große Debatte eigentlich erst geworden, in dem Moment, wo es um Polizeigesetze geht. Also um dem Moment, wo potenziell auch deutsche Personen betroffen sind, ist die Debatte eigentlich erst so richtig groß geworden und haben sich dann auch massive Proteste dagegen formiert. Diese Proteste waren ziemlich groß in den verschiedenen Bundesländern, in Bayern auch. Dennoch sind ja diese Gesetze zum größten Teil durchgeführt worden. Also es gab auf jeden Fall eine Sensibilisierung. Trotzdem sind in ganz vielen Bundesländern diese Gesetzesänderungen in Kraft getreten, sind jetzt geltendes Recht dort. Und für mich war eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich habe viel Berichterstattung gemacht über diese Gesetze, solange sie noch in den Landtagen waren, solange sie verhandelt wurden, ab dem Moment, wo sie verabschiedet worden sind, war für mich dann eigentlich die neue Frage, wie wird es denn jetzt angewendet? Also wie diese neuen Befugnisse, die Polizei jetzt hat, was macht sie damit, gegen wen wendet sie die an? Und speziell für Bayern war es dann so, dass es mehrere Anfragen gab in den Landtag, von den Abgeordneten, die immer mal wieder bei der Regierung angefragt haben, so wie viele Personen wurden im Präventivgewahrsam genommen, wie viele Personen haben elektronische Fußfesseln bekommen, all das. Ich habe diese Antworten oft bekommen und tatsächlich waren die aber oft so ein bisschen mau. Also teilweise hat man die Zahlen bekommen, aber man konnte total wenig daraus lesen, was hinter den Zahlen letztendlich steht, wer die Personen dahinter sind. Und das große Glück für Bayern speziell war, dass es eine Prüfkommission gab. Es wurde von der Regierung eine Prüfkommission eingesetzt, die das Gesetz verfolgt hat, volle Akteneinsicht hatte und dann einen Abschlussbericht vorgelegt hat. Das ist erst 2 Wochen her. Und das war super spannend, weil in diesem Abschlussbericht tatsächlich geschrieben wurde, dass in dieser ersten Zeit, in der es dieses neue bayerische Polizeigesetz gab, praktisch, also statistisch gesehen, jeden Monat eine Person für länger als 2 Wochen in Gewahrsam genommen wurde, in diesen sogenannten Präventivgewahrsam. Zum Teil wurden diese Personen für 1 Monat, 1,5 Monate, 2 Monate festgehalten. Und vor allen Dingen, das war für mich das Spannendste daran, stand da drin, dass 16 der 19 Personen keinen deutschen Pass haben. Dass dieses Gesetz und dieser Präventivgewahrsam ganz eindeutig vor allen Dingen gegen Nichtdeutsche eingesetzt wurde in Bayern in der ersten Zeit. Und das war total gut auch, dass es diesen Abschlussbericht gab. Ich habe dann darüber berichtet und es wurde auch von vielen Organisationen aufgegriffen. Also da gab es dann nochmal so einen Zusammenschluss von also so Pro-Asyl und Unteilbar und so andere Bündnisse, die sich gegen europäische Abschottungspolitik einsetzen sonst, haben das dann sozusagen nochmal als Anlass genommen, dieses Thema auch für sich aufzugreifen, sich auch mit Polizeigesetzen zu beschäftigen und sich dazu zu positionieren. Genau. Und nun, wie geht es weiter? Für mich ist so ein bisschen die Frage, oder ich glaube, das, was für mich gerade total spannend ist, ist nochmal zu schauen, wie es in den anderen Bundesländern aussieht. Also jetzt zu allen anderen Landtagen hinzugehen, wo es schon neue Polizeigesetze geht und genau dieselben Anfragen dort zu stellen. Also rauszufinden, wie wird es eingesetzt, wie viel wird es eingesetzt, wurden diese Versprechungen, die teilweise gemacht wurden, während des Gesetzgebungsprozesses eingehalten, also wo teilweise gesagt wurde, man wird diese Mittel nur für den absoluten Ausnahmezustand zurückhalten und nur dann einsetzen. Und eine andere Frage, die ich weiter verfolgen werde und die ich gerade total spannend finde, ist, was das mit der ganzen Struktur der Polizei an sich macht. Also dadurch, dass die Institution Polizei diese ganzen neuen Befugnisse bekommt, stellen sich ihr ja auch neue Herausforderungen oder sie muss sich irgendwie auch umstrukturieren. Und was da schon gerade stattfindet, ist unter anderem, dass sie so neue Prognoseinstrumente einkauft. Also das hier ist ein Fragebogen,
Das Instrument heißt Radar-ITE. Das wurde vom Bundeskriminalamt entwickelt, gemeinsam mit PsychologInnen von der Uni Konstanz. Und die Idee ist, dass man diesen Gefährderbegriff so ein bisschen mit Inhalt füllt. Also dass man so einen standardisierten Fragebogen herstellt, in dem abgefragt werden soll, letztendlich, wie gefährlich eine Person ist. Also wie wahrscheinlich es ist, dass sie in Zukunft eine schwere islamistische Straftat begehen wird. Genau, und da werden solche Sachen abgefragt wie vergangene Gewalterfahrung oder Ausbildung, Auslandsreisen, Mehrsprachigkeit. Genau, und sich diese Prognoseinstrumente anzuschauen und zu gucken, was das eigentlich macht mit einer Polizei. Also wenn Polizei solche standardisierten, also was macht das mit einer Polizistin und Polizisten, wenn sie dann so einen Score rausbekommt, wenn sie eine Person da durchklickt durch diesen Fragebogen und dann am Ende rauskommt, diese Person hat ein hohes Risiko. Was macht das auch psychologisch mit einer Polizei, dass sie diese Prognoseinstrumente bekommt. Und so ein bisschen zum Schluss, ich glaube, das Ganze spielt sich letztendlich in einer größeren Entwicklung ab. Also diese Polizeigesetze waren nochmal Anlass, darüber zu reden, was für Befugnisse die Polizei hat. An ganz vielen anderen Stellen in den letzten Jahren musste die Polizei aber gar keine Gesetzesänderungen vornehmen, um mehr zu dürfen. Und ich finde ein total bezeichnendes Zitat von, oder was ich ganz oft höre im Gespräch mit Menschen, die im Innenministerium oder in der Polizei arbeiten, ist, dass sie sagen, wir haben eigentlich alle Daten. Also wir haben eigentlich Zugriff auf unglaublich viele Daten. Das hier ist ein Bild von der Vorbereitung vom G20-Gipfel in Hamburg, wo die Polizei auch gesagt hat immer wieder, wir haben eigentlich ganz viel Zugriff auf Daten. Unser Problem im Moment ist eher die Visualisierung oder die Nutzung dessen, die Verfügbarmachung dessen. Und da findet gerade so ein Trend statt, oder was ich immer wieder beobachte, ist, dass zum Beispiel Menschen neu eingestellt werden jetzt bei der Polizei. Es werden Stellen ausgeschrieben für so Datenanalystinnen und Analysten. Also das ist eigentlich gerade so ein bisschen der Trend, dass die Polizei sich dahin orientiert, zu schauen, dass sie die Daten, die sie schon hat und auf die sie schon Zugriff hat, wie sie die neu nutzen kann. Und ich habe Anfang der Woche ein Interview geführt mit jemandem, der ganz viel zu Predictive Policing forscht, Simon Eckbert, der lehrt hier auch an der Technischen Uni in Berlin. Genau, und im Gespräch mit ihm ist nochmal für mich total klar rausgekommen, er meinte, aus seiner Perspektive läuft eigentlich alles gerade darauf hinaus, auf so eine Plattformisierung nennt er das. Also dass eigentlich so die Idealvorstellung der Polizei, von dem, was er gerade hört, immer ist, dass das Ganze auf eine Plattform, also alle Daten, die die Polizei zur Verfügung hat, die sie selbstständig erheben kann oder auf die sie Zugriff gewinnt von Dritten, also von Unternehmen zum Beispiel, dass die alle zu einer Plattform zusammengefügt werden, wo dann nur noch der Name eingegeben werden muss, der Person, für die ich mich gerade interessiere. Und dann öffnet sich sowas, dann öffnet sich so ein Netzwerk drumherum, wo die Person, für die ich mich interessiere, in der Mitte steht und dann all ihre Kontaktdaten, ihr Arbeitsplatz, ihr Wohnort, die Person, mit denen sie in Kontakt steht, mit denen sie vielleicht schon mal gemeinsam kontrolliert wurde, auch kleinere Ordnungswidrigkeiten, wo die Person schon mal aufgefallen ist, wo sich alles in so einem großen Netz öffnet und dann einsehbar ist für die Polizei. Genau, und ich glaube, was da jetzt ein bisschen dann der Weg nach vorne ist es eigentlich zu sagen, es ist eine total gute Chance, dass es diese neuen Polizeigesetze gab, weil das nochmal so ein bisschen Wind in diese Diskussion reingebracht hat und weil uns das nochmal die Chance gegeben hat, mitzureden da und mitzudiskutieren. Und die nächste Frage muss jetzt sein, wie kann das kontrolliert werden? Wie kann das eingefangen werden? Wie können diese ganz, ganz vielen Daten, auf die Polizei zum Teil schon Zugriff hat oder auf die sie sich gerade über neue Gesetze Zugriff verschafft, wie kann das überhaupt noch kontrolliert werden, was damit passiert und wer dadurch in den Fokus gerät und wer diese Personen sind, die dann teilweise ja sowas wie Präventivgewahrsam erleben, also die extrem schwere Grundrechtseingriffe erleben aufgrund von solchen Prognosen, die aus diesen Daten gewonnen werden. Meine letzte Folie, um nochmal so einen positiven Ausblick zu geben, ein großes Nein. Dieses Nein kommt nicht von mir, sondern es gibt total coole Menschen. Das hier ist von der Polizeiklasse München. Das ist so ein KünstlerInnen-Kollektiv, die sich zusammengeschlossen haben, die gerade ganz viel Protest gegen sowas organisieren und die auch ganz maßgeblich hinter diesem Protest in Bayern standen. Und das lohnt sich super doll, sich deren Arbeit mal anzugucken und zu sehen, wie die gerade auf so ganz kreative Formen versuchen, solche Sachen irgendwie verständlich zu machen für Menschen oder greifbar zu machen, was da eigentlich gerade im Hintergrund bei der Polizei läuft und was sich da gerade verändert. Dankeschön.
Dankeschön, Marie Bröckling, für den Vortrag. Und jetzt haben wir wieder eine ganz, ganz kurze Umbaupause und dann geht es hier weiter mit Volker Gassner. Eine Ergänzung aus dem Herr Baum, natürlich. Das ist wunderbar, was Sie da leisten und auch jetzt nachspüren, was geschieht mit den Gesetzen. Ich möchte noch sagen, dass das Bayerische Polizeigesetz in Teilen aus meiner Sicht verfassungswidrig ist. Es sind Verfassungsbeschwerden anhängig und es wird so nicht bestehen bleiben. Es gibt ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, das sogenannte BKA-Urteil, das mein Freund Hirsch und ich und andere erstritten haben. Da ist die Grundlage für alles drin und die Länder haben sich nicht an dieses Urteil gehalten. Das ist überhaupt eine Krankheit, dass der Gesetzgeber, der zur Ordnung gerufen wird durch das Verfassungsgericht, sich hinterher nicht an den Spruch des Verfassungsgerichts orientiert. Also wir haben eine gewisse Hoffnung, dass zumindest das bayerische Gesetz in Teilen vom Verfassungsgericht vernichtet wird, hoffentlich. Applaus.